Es ist soweit, mit 1.5 kommt endlich die Opferkompensation, Victim Compensation. Also wir kriegen Items zurück, wenn wir durch Cheater getötet wurden. Und die Granaten wurden auch ein bisschen genervt. Wir haben eine Weile schon darauf gewartet und jetzt ist es soweit. Victim Compensation ist da und es bedeutet, wir kriegen Items zurück, wenn wir durch Cheater getötet wurden. Ziemlich coole Mechanik. Es ist momentan in der ersten Stufe drin. Was heißt das? Wir kriegen Items zurück, wenn wir durch einen Cheater getötet wurden, der entdeckt wurde durch das spielinterne System oder durch manuelle Bans. Das bedeutet, wenn BattleEye den Cheater erkannt hat und automatisch gebannt hat, kriegen wir in diesem Fall unsere Items nicht zurück. Der größte Teil der Cheater-Bans läuft momentan über BattleEye. Das heißt, wir müssen das wirklich als erste Stufe sehen und wundert euch nicht, wenn ihr durch einen Cheater getötet werdet und keine Items zurückbekommt. Also das soll in der nächsten Stufe kommen, im nächsten Patch. Außerdem ganz wichtig, es ist völlig egal, ob ihr den Cheater reportet. Also wenn ihr getötet werdet und den nicht reportet, weil ihr es nicht mitbekommen habt oder keine Zeit, Lust habt, was auch immer, keine Sorge, solange der Cheater gebannt wurde, bekommt die Sachen zurück, egal wer diesen Cheater reportet hat. Dabei ist es so, dass die Items, die ihr zurückbekommt, die wertvollen Items sind. Also ihr bekommt zum Beispiel eine lila Waffe zurück, wenn ihr diese mit reingenommen habt. Oder eine rote Rüstung. Die Dinge, die dagegen weniger wertvoll sind, was weiß ich, zum Beispiel eine weiße Rüstung oder eine einfache K28, die bekommt ihr nicht zurück. Allerdings bekommt ihr den Geldwert dafür zurück. Das heißt, das Spiel versucht sozusagen euren Stash nicht weiter zuzumüllen, indem ihr 1000 Dinge bekommt, die ihr vielleicht gar nicht mehr braucht. Aber ihr kriegt den Geldwert zurück. Also ich finde, das ist eine sehr coole Mechanik, weil ihr dadurch den Wert trotzdem zurückbekommt, aber gleichzeitig euren Stash freilassen könnt. Wenn ihr jetzt nachschauen möchtet, ob ihr Items zurückbekommen habt durch Tod eines Cheaters, geht ihr einfach zu eurem Generator und schaut unter dem Versicherungspaket. Hier ist ein neues Feld namens Sonderlieferungen. Hier sind die Items drin, die ihr zurückbekommt, falls ihr durch einen Cheater getötet wurde, der nicht momentan durch BattleEye erkannt wurde. Ganz interessant hier oben der Text. Hier findest du diverse Pakete, die für dich vorbereitet wurden. Darunter Willkommenspakete. Das heißt, hier haben wir zukünftig auch die Willkommenspakete, die man am Anfang so als Startpaket holen kann. Die Cheater-Verlust-Ausgleichspakete, worüber wir gerade gesprochen haben. Und einzigartige Belohnungen. Sehr interessant. Was das ist, werden wir später noch erfahren. Aber hier werdet ihr zukünftig alle diese Belohnungen bekommen. Last but not least ist es auch so, dass sich der Schaden von Granaten weiter reduziert. Das heißt, er wird um 20% reduziert. Also eine Granate macht weniger Schaden. Das heißt, eine Granate, die euch komplett im Zentrum trifft, kann euch nicht mehr mit einem Schuss töten. Das geht nicht mehr. Also eine Granate One-Shot ist nicht mehr möglich. Und auch wenn Leute immer noch Granaten spammen und euch mit Granaten pushen, das wird nicht mehr ganz so übel sein durch diese 20% Reduktion. Das ist doch ein starker Nerf zusätzlich nochmal zu den Granaten. Da wir ja jede Woche ein Cycle-Update kriegen, jede Woche, ist nur eine Frage der Zeit, bis sozusagen diese Victim Compensation sich auf alle Cheater Reports auswirkt, also auch auf BattleEye. Vielleicht haben wir das sogar schon in ein, zwei Wochen, wir werden sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vor Season 2 Start fertig sein wird. Und ja, wir merken, wir nähern uns ein bisschen Season 2. Sachen werden verändert, Sachen werden finalisiert. Und ich bin sehr gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Leute, in dem Sinne, bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego, hasta la vista. Und ciao.